Schön. Ihr könnt durchlaufen. Ja, ihr könnt alle durchlaufen. Also los, Schatz, aufkommen. Nein, der muss schon erstmal. Ich muss hier die Stoppuhr. Ich höre dann auf das Dingens da. Genau. Sind wir online? Sehr gut. Hallo, herzlich willkommen an den Livestreams. Wir sind beim IKEA Taschenfüll mit Elisabeth und Dieter. Hallo. Ihr habt gewonnen, ne? Ja. Wie habt ihr euch denn angemeldet überhaupt dafür? Bei Family. Ja, bei Family. Aha. IKEA, das normal und ja. Dann wurdest du benachrichtigt. Genau. Okay, in 53 Einrichtungshäusern in Deutschland, also in allen wird das durchgeführt und wir sind heute hier dabei mit dem Livestream. Habt ihr euch eine Strategie vorher überlegt? So ungefähr schon. Ja, wie geht die oder darf sie nicht verraten werden? Wir gehen erstmal vorbei, vielleicht sehen wir noch was speziell, aber wollt erstmal zu leuchten und so. Ihr habt 10 Minuten Zeit, ne? Das wisst ihr. Alles, was in den Taschen landet, dürft ihr behalten. Ihr müsst die Tasche am Schluss noch ziehen können, das ist das Wichtige. Ihr müsst sie nicht tragen, ihr müsst sie noch ziehen können. Habt ihr Family-Mitglieder, also nicht Family, IKEA-Family, sondern Familienmitglieder befragt, was sie brauchen? Oder habt ihr erstmal euren eigenen Haushalt bestückt? Es kamen einige dann auf uns zu, die auch was brauchen. Ja. Auf einmal ist der Freundeskreis wieder groß. Riesengroß. Sehr schön. Du die schweren Sachen, Elisabeth, die leichten oder? Ja. Werden wir so ungefähr probieren. Ja, da kommen die Gardinen rein und ihr die leuchten. Also ihr habt auch direkt geguckt, was ihr braucht zu Hause. Ja. Okay. Ihr seid natürlich dabei, ich habe hier ein Handy, ihr könnt fleißig kommentieren, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was sie reinpacken sollen, könnt ihr das gerne in den Livestream, in die Comments packen und natürlich, wenn ihr irgendwelche Strategien habt, wie man möglichst viel in die Fraktertaschen kriegt, könnt ihr das auch gerne machen. Ich schalte jetzt das Handy an, das ist an, gehe auf den Livestream, Kamerakind Carlo, so, das klappt super, ja, da bin ich, genau, und wir haben jetzt den Livestream. Man sehen das live. Carlo, kannst du mir mal das einstellen? Unser Kamerakind Carlo, der filmt das hier die ganze Zeit. Da ist kein Rahmen drum. Und er ist unser Technikfuchs. Ich bin auf jeden Fall Computerlegastheniker. Und ihr könnt, wie gesagt, kommentieren und sagen, okay, das und das soll eingepackt werden oder das wäre jetzt eine gute Strategie, das einzupacken und ich werde das zwischenzeitlich auf jeden Fall mal lesen. Ich habe hier die Stoppuhr und ganz wichtig, oh, ich mache das mal ein bisschen leiser, sonst höre ich mich doppelt. Und ich werde das zwischenzeitlich auf jeden Fall. Guck mal, man hört uns. Super. Dieter, da bist du. Elisabeth, da bist du. Sie hat mich jetzt nicht gesehen. Sieht man gleich. Ich habe hier die Stoppuhr und die Tröte ist ganz wichtig. Ihr hört die Tröte, entweder wenn Leute auf den Weg gehen sollen, ne, dann oder wenn es losgeht. Ich habe hier die Stoppuhr, da stoppe ich die Zeit, ganz klar. Und wenn ihr die Tröte zum Schluss zweimal hört, ich mache es nur mal kurz vor, damit ihr es als Signal wahrnehmt. Dann ist Schluss. Dann ist Schluss, ganz genau. 10 Minuten Zeit habt ihr und ich würde sagen, wir zählen mit allen gemeinsam runter von 5. Seid ihr auch bereit am Livestream? Ja? Carlo nickt? Okay. 5, 4, 3, 2, 1, los geht's! Jawohl! Ich weiß nicht, ob sie wirklich nicht sich eine Strategie zurechtgelegt haben. Sie waren ziemlich gemütlich am Anfang. Und schon sind 15 Sekunden vorbei. Was ich schon öfters beim Taschenpacken gesehen habe, dass sich jemand eine Plastikbox, eine große, vorher einfüllt. Das erhöht natürlich das Volumen. Was würdet ihr machen? Das ist die Frage. Okay, da haben sie sich das erste Teil geschnappt. Messer. Immer eine gute Sache. Willst du nach Hause? Ja. Wir haben zwar genug, aber was sonst. Schatz, deine Gardinen kommen. Gardinen, okay. Es sind Gardinen, die gebraucht werden. Werden gebraucht. So gehe ich normalerweise durch Ikea in dem Tempo. Aber er hat nicht die... Genau. 2 Stück. Die sind schwer in der Mitte. Warte. Sonntagsspaziergang. Es kam gerade die Frage in den Comments, ob Orderlisten auch gehen. Natürlich nicht. Weiter geht's. Ich habe 2. Obwohl es eine gute Idee ist. Prinzipiell ist es eine gute Idee. Okay, was wird hier eingepackt? 1 Minute 15, Elisabeth hängt auf jeden Fall an der Gardine. Ich hab noch. Tack, 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 komm, weiter geht's. Elisabeth. Ja, die kann man doch gut gebrauchen. Warum nicht? Gardinen werden gebraucht. Elisabeth und Dieter haben sich, glaube ich, neu eingerichtet gerade. Schade, dass keine Möbel reinpassen. Ich würde sagen, Tasche runter und ziehen, ne? Da kriegt man so eine Couch schon mit. In welchem IKEA wird das gemacht? Wir sind im IKEA Frankfurt. In jedem IKEA wird das durchgeführt, wenn ihr IKEA Family Card Mitglieder seid. Aber ich muss wirklich sagen,
Im IKEA Frankfurt sind wir gerade. Okay. Kommt schnell mit. Dieter, Elisabeth. Ja? Gib ruhig ein bisschen Gas, ne? Alles so, genau. Die haben wirklich super viel Ruhe, die beiden. Da werden wir schon angefeuert. So, wir sind bei 2 Minuten 20, das heißt ein Viertel der Zeit ist schon um. Und Dieter? Ich tue eine. Lass doch den Schrott für 1 Euro drauf. Ich glaube. Ah, hier sind die Boxen. Elisabeth und Dieter haben wirklich die Ruhe weg, muss man sagen. Ach, das kann ich? Ja, das könntest du. Drück mir das hier. Schnell! Verdecken, ich muss stehen gelassen. Das funktioniert. Dieter, so geht's natürlich nicht. Das hatte ich mir gedacht. Dann das ja, hier. Was machst du denn? Schneller, schneller, schneller. Ich mach das, Schatz. Okay, dann rein da. Ihr werdet angefeuert am Livestream. Ihr sollt bitte ein bisschen schneller machen, heißt es. Jetzt werden natürlich Lampen eingeladen. Das ist eine gute Idee. Okay, schöne Lampen. Die sehen super aus. Mal gucken, was Elisabeth macht. Katz, du machst dir das Zeug nicht mehr voll. Lass okay. Jetzt. Ich hab schon. Nimm die Beleuchtung jetzt. Okay. Das reicht. Okay, ihr braucht viel Leuchtmittel, das ist doch schon mal gut. Wusstet ihr, dass in Ikea schon geheiratet wurde? 2013 hat ein australisches Pärchen geheiratet. Kerzen und sonstiges soll eingepackt werden. Ich weiß nicht, ob Kerzen wirklich das Richtige ist. Oh, Leuchtmittel. Leuchtmittel ist immer gut. Kann man immer gebrauchen. So sieht's aus. Dieter weiß Bescheid. Ja, was kann man denn jetzt sonst noch so nehmen? Also ich würde sagen, schöne Leuchtmittel. Ich weiß nicht, ob das nicht selten sind. Gib. Egal. Geh du weiter. Die Astre vom letzten Jahr hat kommentiert, dass LED-Panels auch nicht unclever wären. 4 Minuten 15, die Zeit läuft. Also wir haben jetzt wirklich fast die Hälfte der Zeit schon verbraten. Und ich sehe, dass die Taschen noch nicht so wahnsinnig voll sind. Aber mal gucken. Die sind sehr, sehr gemütlich unterwegs. Ja, die sind hier auch gerade noch im Findungsprozess. Also, ich weiß nicht, wie die Vorbereitung war. Ich glaube, ich sind einmal shoppen gegangen, haben geguckt, was sie so brauchen. Mir wurde gesagt, Bilderrahmen, okay. Elisabeth, was gibt's als nächstes? Kerzen, das muss unbedingt sein. Kerzen, okay. Ein günstiger Artikel, der dazu schwer ist. Ja. Adventskalender, holt ihr euch noch einen Adventskalender? Auf jeden Fall. Adventskalender gibt's auch noch. Die Hälfte der Zeit ist rum. Hälfte der Zeit ist rum, ja? Ja. Ist die Tasche schon schwer? Ein bisschen. Okay. Sehr schwer. Aber ihr habt die Ruhe weg, das mag ich gerne. Ja, ja, Kerzen. Die Duftkerzen. Genau, sehr gut. Himbeere. Und was ist das? Rhabarber? Ja. Die kosten 1 Euro. Die haben auch nicht zu lange. Wie lange haben wir noch Zeit? Oh, schön. Das ist ein Zerbrechen, das einfach mal mitgenommen. Ist mir eben gerade eingefallen. Brauchst du? Nö. Nö, braucht er nicht. Weihnachtsdeko, ne? Jo. Könnte jetzt auch noch was sein. Weihnachten gibt es bald. Hast du noch Platz ohne. Ja, hier kannst du was reinschmeißen bei mir. Richtig gemütlich unterwegs? Nein. Wir sind noch fertig. Was machen wir jetzt noch? Nimm mal ein paar Kakteen mit. Ihr könnt auf jeden Fall noch Adventskalender einpacken. Auch noch. Kasse, Dieter hat gerade gesagt, er ist schon fertig. 4 Minuten sind noch da. Ihr habt keine weiteren Wünsche mehr? Nein. Oh, jo, die Kakteen sind schön. Ich habe ja so ein Kakteenbeet zu Hause. Würde das gut passen? Ja, der sieht schön aus. So. Ich glaube, das ist eine schlechte Idee, weil der sticht. Ja, Kakteen, dafür sind sie bekannt, dass sie so ein bisschen stechen. Wir haben noch 3 Minuten 30. Kalender, aber gehen wir da vorne an die Kasse gemütlich. Ja, geht doch mal ganz gemütlich an die Kasse. Was wünscht ihr euch noch? Orchideen sind hier gewünscht. Orchideen. Kakteen, Kerzen, Gardinen. Wir haben keinen Plan, sagt die Ilse. Was denn? Dieter hat einen Plan. Und Elisabeth auch. Hier wird wir haben die Ruhe weg, auf jeden Fall. Kann ich eure Comments die ganze Zeit lesen?
Also, die kriegt man dann zum Weihnachtsgeld geholt. Wieder, Elisabeth. Okay, 3 Minuten haben sie noch. Der erste Kaktus ist gerade runtergefallen. Aber weh. Hast du dich gepiekt, Elisabeth, oder geht? Ja, ein bisschen. Kaktus ist aus der Verpackung gefallen. Wie du meinst. Wir ziehen hinter dir her. Ihr seid Family-Mitglieder, darum ist es transportversichert. Das ist schon mal ganz gut. Das ist ein Vorteil. Ui. Das ist nicht mein Tasche. Der muss... Oh, ihr habt noch 2 Minuten 30 Zeit, by the way. 2 Minuten 30, genau. Ach, da waren wir schon. Schatz, falsche Richtung. Sie können auch ziehen, die haben noch 2 Minuten 30, das ist das Schöne. Da hinten sind die Kassen. Geht ruhig in den Mittelgang lang, ja? Hier zurück. Wir sind jetzt im Großen und Ganzen fertig, würde ich sagen. So. Nein, wir gehen noch in die Markthalle. Wo ist das jetzt? Wir sind hier in der Markthalle und ihr könnt euch noch Weihnachtsdeko einpacken, wenn ihr möchtet, oder? Ist eine gute Idee. Sabrina hat gerade auf Facebook kommentiert, sie braucht noch Sachen für ihre Hochzeit. Melde dich gerne an, du musst auf jeden Fall IKEA Family Card Mitglied sein. Es wird eigentlich jedes Jahr durchgeführt, also in jedem Einrichtungshaus. Wir sind aktuell in Frankfurt und ich bin sehr gespannt. Ihr könnt ja schon mal kommentieren, wie viel erbeutet wurde von Elisabeth und Dieter. Ich tippe mal so auf 10 Kilo. Kilo und Preis könnt ihr beides machen. Haben wir noch was hier? Das Beutel sieht schon ein bisschen schwerer aus. Übrigens, 1 Minute 30 habt ihr noch. Wir haben nur 1 Minute. Nein, ihr müsst immer mit der Ruhe. Ah, das ist. Nein, ich weiß nicht, was das ist. Warte mal. Das ist Weihnachtssterne. Geschenkpapier lese ich gerade, kann man noch gut reinstecken. Stimmt, Geschenkpapier kann man immer gebrauchen. So, Schluss hier. Jawohl. Also, die ersten Tipps kommen rein über den Livestream. 500 Euro. Und 500 Euro und 17 Kilo werden gefällt. Ich bin gespannt. Elisabeth hat auf jeden Fall eine ganz interessante Technik. Bitte. Du schwitzt schon ein bisschen, ne? War doch anstrengender als gedacht, oder? Ja. Du hast noch 30 Sekunden. Dieter, komm, da ist deine Tasche. Dieter! 30 Sekunden. Schatz, komm! Schatz! Nein! Ich muss doch da gar nicht hin. Nein. Nee. Okay, wir haben noch 10 Sekunden. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawohl. Und ihr habt ja einen Jungen, einen Felix, ne? Richtig. Und weil es unten keine Spielsachen mehr gab, die sind oben, kriegt ihr den auf jeden Fall noch geschenkt. Supi. Von IKEA. Okay, jetzt geht's an die Kassen. Und schätzt gerne weiter am Livestream, wie viel die sich erbeutet haben, wie viel Kilo und in Kilo. Euro der Marktpreis. Dann lasst uns rübergehen. Jetzt können wir euch ein bisschen helfen natürlich. 15 bis 20 Kilo wäre ich schon haben hier. Okay, Achtung, der sticht. 450 Euro, 30 Kilo sehe ich gerade im Livestream. Bianca hat am Livestream anscheinend mitgerechnet. Sie schätzt 788,55 Euro. Wow. Wo laufen wir denn jetzt noch alle hin? Ja, wie war es denn? Komm, ich nehme das mal. Jojojo. So, habt ihr so viele Family-Mitglieder? Ist schon anstrengend, ne, Dieter gewesen, oder? Ja, oder ist das immer so Shopping mit deiner Frau? Bin ich ins Schwitzen gekommen. Ne? Nur mal geht's nicht mehr. Das war wirklich, das war ein rasantes Tempo, muss man sagen, das ihr hier an den Tag gelegt habt. Das freut mich. Fleisch und Wein kann man immer gebrauchen. Aber ich muss sagen, Dieter, ja, ihr hattet irgendwie trotzdem auch die Ruhe weg, ne? Ja, sicher, das bringt ja nichts, wenn man jetzt hier Panik kriegt. Ja, das stimmt, das bringt selten was im Leben. Die Panik. So, wir gehen hier an die Kassen und dann ziehen wir es mal durch und testen. Also kommentiert gerne noch, was schätzt ihr? Was ist der Marktpreis? Also wie viel haben sie erbeutet zusammen? Und gerne auch ein Kilogramm. Ich bin sehr gespannt. Wollt ihr erst wiegen oder? Ja, erst wiegen und dann...
Das ist der Verwunderwahl. Okay, das Gute ist, wir haben keine Waage, aber ich habe eine magische Hand. Das kann man genauso. Ich bin ja schon seit 35 Jahren Pumper. Das heißt, ich. Ach, wir haben doch eine Waage. Was schätzt du denn? Was ich schätze. Okay, ich muss ja auch mit schätzen. Das sind 17 Kilo. Boah. Das sind 19,5. Okay, was sagt ihr? Kommentiert das gerne. Jawohl! 16,65 Kilo. War ziemlich gut getestet. Was hatte ich hier gesagt? Erinnert ihr euch an den Livestream? 19,5 hat sie gesagt. 19,5 hatte ich gesagt. Also Kilogramm stehen schon mal fest. Mehr oder weniger. Okay, wie viel sind? 18,5. 18,75, also auch sehr dicht dran gewesen. Jetzt scannen wir das noch. Also, die Kilozahlen stehen fest. Und jetzt wollen wir noch den Warenwert ermitteln. Kommentiert gerne. Das findet übrigens in jedem Einrichtungshaus in Deutschland statt. Wenn ihr mitmachen wollt, einfach IKEA Family Card Mitglied werden. Und dann könnt ihr bei Midsommar an der Verlosung teilnehmen. Und schon könnt ihr mitmachen, wenn ihr dann gelost werdet. So, scannt das gerne oder soll ich euch das scannen? Wir scannen auch. Ja? Gerne. Ihr kriegt bestimmt ein bisschen Hilfe. Nimm mir eine Kasse hier oder? Ja, ja, dann brauchst du einen Wagen. Du musst ja dann irgendwo reinpacken. Ja, wir holen mal einen Wagen. Können wir einen Wagen haben, dass wir die Sachen dann danach... Ist schon auf dem Weg, der kommt. Der Wagen ist schon auf dem Weg. Also scannt das für euch ganz muggelig und dann geht's los. Wie war's denn für dich, Dieter? Oh, war ein bisschen anstrengend. Am Ende habe ich so ein bisschen Schweißausbruch gekriegt, aber bis dahin war es top. Ich habe mehr Schweiß gehabt. Wie war es für dich, Elisabeth? Also sehr angenehm. Ja? Ja. Also ich fand das super. Ich würde das nochmal machen. Ja, ne? Kann man eigentlich jedes Jahr einmal machen, ne? Das ist ganz praktisch. So, jetzt wird hier gemütlich gescannt. Kannst du dich da auch ranhalten, den Scanner? Ja. Eine kleine Sache. Wusstet ihr, dass es mehr IKEA-Kataloge gibt im Druck als Bibeln? Es werden mehr IKEA-Kataloge gedruckt als Bibeln. Es gibt über 100 Millionen IKEA-Family-Card-Mitglieder. Elisabeth und Dieter sind zwei davon. Wahnsinn. 53 IKEAs gibt es in Deutschland. Du könntest auch einfach die Zahl tippen, ne? Wie viele ihr habt, aber wie du magst. Jetzt sind wir schon durch. Hier ist noch einer. 300 Euro wird getippt. Nö, ich denke eher 500. Achso, ja. Was denkt ihr denn selber? Auch so 500. Du sagst 500? Ja. Dieter, du sagst auch 500? Na, das sage ich 700. Ich gucke jetzt mal, was getippt wird. Mario sagt 542,60 Euro. Dann Dilly C. sagt 230 Euro. Damit könntest du ganz schön nicht dranlegen. Bekommen sie die Sachen geschenkt? Ja, das ist der Sinn der ganzen Aktion. Vom IKEA Taschen füllen. Man kriegt eine Fraktertasche, hat 10 Minuten Zeit und kann dann durch den IKEA-Shop rennen und alles einpacken, was man möchte. Am Ende kriegt man alles geschenkt, was in dieser Tasche ist. Man muss die Tasche allerdings noch selber transportieren können. Das ist das Wichtige. Also hinterherziehen reicht auch. So geht man ja normalerweise nicht einkaufen, aber das reicht. Wenn ihr da auch mitmachen wollt, nächstes Jahr gibt es das ziemlich sicher wieder. Also holt euch eine IKEA Family Card, das ist schon mal ganz wichtig. Hat man eh viele Vorteile. Das Kind kriegt zum Beispiel zum Geburtstag eine Überraschung. Die Sachen sind versichert beim Transport. Man kriegt einen Kaffee umsonst beim IKEA. Und man wird über so eine tolle Aktion natürlich informiert. Aha, Leuchtmittel. Hier wurde gerade der IKEA Adventskalender. Hier wurde gerade der IKEA Adventskalender beworben. Was habt ihr vielleicht gehört? Da sind Aktionskarten drin, zwei Stück, mit minimal 5 Euro und maximal 1000 Euro. Das heißt, 10 Euro, wenn ihr so einen Adventskalender kauft, kriegt ihr schon mal zurück. Und ist auch sehr, sehr leckere Schokolade drin. Vielleicht gibt mir Dieter einen. Mal schauen. Muss ich. Lalalala. Wie viel Lampen habt ihr denn zu Hause, Dieter? Wir sind heute Nacht aus dem Urlaub zurückgekommen und haben klar festgestellt, es ist schon wieder eine kaputt gegangen. Und jetzt habt ihr Leuchtmittel für den Rest eures Lebens, wie das aussieht. Ich hoffe es, weil die Dinge kosten Geld. Ich denke mal, die nächsten 8 Jahre haben wir Ruhe mit Beleuchtung. Ich glaube, nur mal als kleiner Hinweis, wir sind jetzt bei 25 Artikeln und 259,47 Euro. Das heißt, ich glaube, viele
haben die Leuchtmittel nicht einberechnet bei der Schätzung. Okay. Giuseppe sagt 940 Euro. 940 Euro zum ersten, zum zweiten. Ich bin sehr gespannt, ob das der Fall sein wird. Habt ihr ein IKEA-Bett zu Hause eigentlich? Nein, haben wir nicht. Okay, weil wahrscheinlich jedes zehnte Kind in einem IKEA-Bett in Europa gezeugt wird. Nein, ich glaube, das ist nicht. Die Couch? Ne, die haben wir nicht. Die Couch haben wir. Also guckt jetzt gerade, wo der Felix entstanden ist. Wahrscheinlich wird jedes 20. Kind auf einer IKEA-Couch gezeugt in Europa. Man weiß das nicht so genau. Felix ist auch nicht leer ausgegangen. Den braucht ihr natürlich nicht ziehen. Hallo! Hoch und runter gehen, ich bin langsam müde. Soll ich dir das mal hochhalten, Dieter? So, die neuen Schätzungen sind 850 Euro. Ach so. Dieter? Scan ruhig mal den Hund hier. Ich hab dir einen Bilderrahmen reingepackt, Schatz. Heike sagt 1500 Euro, das ist bisher das Höchstgebot. Nein, man darf. 960 Euro, sagt Tanja. Zum ersten, zum zweiten. Also Leuchtmittel ist auf jeden Fall reichlich da. Wir müssen noch recht viele Lampen installieren bei euch. Wir haben genug. Unser Häuschen ist nicht ganz klein. Nicole hatte 1200 Euro im letzten Jahr in der Tasche, kommentiert sie gerade hier bei Facebook. Im Livestream. Ja, das könnte gut hinhauen. Aber ich finde, was mich bei euch beiden fasziniert hat, die Ruhe, die ihr gehabt habt. Einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen. La la la. Und wir kamen gestern um 3 Uhr von Urlaub. Ihr kamt aus dem Urlaub gestern um 3 Uhr. Wo wart ihr? Badolino. Ah, okay. Ja, wir haben am Gardasee die Zeit gestern. Okay. Haben wir wahrscheinlich gerade das letzte Eis gegessen. Schön. Bei 22, 23 Grad im Sonnenschein. Genau die richtige Vorbereitung hier für das IKEA-Taschenfüllen. Habe ich ungefähr genauso geschwitzt. Sehr gut. So, ein Täschchen haben wir gleich noch. Und dann können wir endlich gucken, was der Betrag ist. 1321 Euro sagt die Martha hier. Man kann bei der Aktion nur mitmachen, wenn man die IKEA Family Card mit hat. Und das hat einige Vorteile. Zum Beispiel, dass man eine Transportversicherung hat. Ist der Wagen schon da? Kevin Müller ist ein ganz lustiger. Der hat eine Schnapszahl hier reingeworfen. 1.000. Wir sind aktuell. 700 Euro sind wir aktuell. Und wir haben sogar einen Zuschauer aus Washington DC gerade. Hi. Julia sagt 1346 Euro. Und Sarah möchte ihre Mama grüßen. Liebe Grüße an Mama. Kommentiert ruhig weiterhin, was ihr glaubt. Was ist das überhaupt hier? Das ist ja auch der Felix. Der Felix. Der holt sich das. Ach, der Felix, da ist er. So, ein bisschen Leuchtmittel haben wir noch. Das wusste ich jetzt auch nicht. 53 IKEAs gibt es in Deutschland. Und in jedem IKEA in Deutschland wird ein Taschenfüllen durchgeführt. Ihr konntet euch am Midsommer anmelden. Und wenn ihr sagt, okay, das habe ich diesmal verpasst, werdet IKEA Family Card Mitglied. Dann verpasst ihr solche Aktionen nicht mehr. Dann erfahrt ihr immer, wann was wo stattfindet. Und könnt dort mitmachen. Felix wird langsam ohne Rüsti da. Also ein bisschen schon beeilen. Ah, das Kuscheltier wird schon gerade mal rübergebracht. Wenn man sich bei Dieter an die Kasse anstellt, dann ja, Zeit mitbringen. Ach doch mal, das ist ja die Bilderrahmen. Schöne Bilderrahmen, ne? Du kannst auch immer den gleichen Artikel nochmal scannen, dann nimmt er das auch doppelt, by the way. Das ist wohl wahr, ja. Sonst? So, ich... So, Dieter, behalt du doch mal das in der Hand. Ich helfe jetzt hier mal ein bisschen. Genau, eins. Behalt das gleich in der Hand. Dann zähle ich durch. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. 9. 10. 10. Okay, das war's erstmal. 10. Das zweimal hier. Okay, jetzt, ich helfe dir ja gerade richtig schön mit. Jetzt, Leuchtmittel ist auf jeden Fall relativ clever, muss man sagen. Das lässt den Preis in die Höhe schnellen. Ich bin gespannt, wer am Ende richtig geraten hat. Nur 1000 Kriege gemacht. Aber kann, die heute stattfindet, wohnt und Leuchtmittel einkaufen wollt. Ach, das hat ja, wir sorgen gerade für Nachschub. Also es wird genug da sein, wenn ihr kommt. Das hier. Das ganz wichtig, die Puppe, die Pumpe. Das brauche ich unbedingt, das habe ich jahrelang. Da streiten wir uns schon längere Zeit drüber. Über diese Spritzer? Ja. Genau, die kein Mensch braucht. Elisabeth, was hast du denn mit denen vor? Für meine Haare. Ah. Ja, ich kann ein bisschen Wasser spüren und dann geht das. Warum nicht, ne? So. Es kommen noch 3 Kerzen. Wunderbar. Die hat der Dieter eingescannt. Und jetzt? Der große Moment. Ich lese noch mal ein paar Comments vor, wie viele hier geschätzt wurde. 1005 Euro, sagt die Nathalie. Dann Marcel sagt 1596. Bianca sagt 888,59. Dann sagt die Verina, Viriana 1233 Euro. Thomas sagt 833 Euro. Und wir sind am Ende und wir können jetzt auflösen. Es sind... Stopp. Jetzt. 2 Taschen noch. Es sind, kommt mal hier rüber. Was schätzt ihr denn selber? Du hast es gerade gesehen. Ich würde sagen 1000. 1000? Dieter, du? Ich schätze 1063,75. Es sind 1068,33 Euro. Ich weiß unsere. Es hat euch Spaß gemacht. Sehr, sehr. Und ihr könnt die ganzen Sachen natürlich auch gebrauchen. Vielen Dank fürs Teilnehmen und vielen Dank, dass ihr beim Livestream dabei wart und so fleißig geraten habt. Und ihr wisst jetzt das Ergebnis. Werdet ihr IKEA Family Card Mitglied, dann könnt ihr beim nächsten Jahr auch mitmachen. Bis denn. Ciao, ciao. Oh. Okay. Ruft schon mal die Polizei. Ihr wurde den Artikel vergessen. Die Polizei ist auf dem Weg. Ich muss den Betrag korrigieren. Es sind 1078,32 Euro. Und damit sagen wir goodbye. Das war natürlich. Dankeschön dass, an die Leute, die sich die uns an die Kugeln erinnert haben. Sehr schön. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, macht's gut.